Hast du? Alles gut? Ich will nochmal einschätzen. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, wir sind gerade mit der Drohne beschäftigt. Alles soll hinhauen. Just a second, let me
Die Sonne in Side verabschiedet sich langsam, aber sicher. Das heißt jedoch nicht, dass hier nicht noch Fußball gespielt werden kann. In diesem Sinne ein türkisches Merhaba und herzlich willkommen, Klammer auf, zurück an alle, die schon dabei waren heute bei uns, Klammer zu, zum zweiten Test am heutigen Tag für den SK Puntigammer Sturm Graz. Zuvor ja das 1:1 gegen Wisła Płock, ein unterhaltsamer Test, ein Test mit vielen Elementen, die man da mitnehmen kann, auch für den weiteren Verlauf der Vorbereitung. Und dasselbe gilt hoffentlich auch für das jetzige Testspiel gegen FK Vostovak. Benjamin Vollmann ist nach wie vor mein Name. Die Stimme ist wieder bestens geölt nach den ersten 90 Minuten und deswegen auch alles angerichtet für dieses in Summe schon 9. Testspiel für die Grazer im Zuge dieser Vorbereitung. Und hier seht ihr das natürlich bei uns auf sksturm.tv von Minute 1 an. Das ist die Mannschaftsaufstellung der Grazer, die wir hier in den blauen Dressen schon wunderbar zu sehen bekommen. Jörg Siebenhandel im Tor, die Viererabwehr mit Ingolic, Affengruber, Komposch und Schneck. Dann die Vierer-Mittelfeldraute, Ljubic defensiv, links Stückler, rechts Schendl, offensiv Manpreet Zakaria und die zwei Stürmer heute Jakob Janča und Brian De Gera, der Neuzugang von Austria Lustenau. Wie gesagt, der erste Test sehr, sehr unterhaltsam gewesen, ein sehr ungut zu bespielender Gegner, weil auch sehr guter Gegner, der da die Österreicher aus Polen erwartet hat. Da hat Arthur Okonkwo auch eine erste ganz, ganz große Talentprobe abgegeben. Apropos groß, apropos Tormann, das ist auch der Mann, mit dem Jakob Janča, jetzt der Sturmkapitän, bei der Seitenwahl zu tun bekommt. Das ist nämlich der Keeper von FK Vostovak, dem Club aus Serbien, nämlich Katic. Dann die Viererabwehr mit der 24 Danicic, mit der 20 auf der rechten Seite Djordjevic, mit der 5 Milovic, mit der 18 Cecevic, dann Dreier Mittelfeld, so wie auch die Polen übrigens am frühen Nachmittag, mit Ajdinovic, mit Neskovic sowie Jocic und der Dreier Sturm, zentral Burmats. Rechts Nowewski und links Vujanovic für alle, die auch einen genauen Blick auf den Gegner werfen möchten. Das also die Startelf des Teams aus Belgrad. Und damit geht's auch schon los. Ich wünsche euch ein zweites Mal am heutigen Tag gute Unterhaltung mit einem Testspiel des SK Sturm, im konkreten Fall jetzt eben gegen das Team aus der serbischen Superliga. Die Grazer in den blauen Dressen in der ersten Hälfte von links nach rechts mit einigen sehr, sehr interessanten Personalien, auf die wir natürlich auch ganz, ganz genau blicken werden in dieser Partie. Einige junge Wilde, wie es so schön heißt, auch zu sehen, mit etwa Paul Komposch in der Innenverteidigung oder Samuel Stückler sowie Sandro Schendl, die auf den Außen in der Vierer Mittelfeldraute agieren. Der erste Corner, der geht aber an den FK Vostovak. Dazu können sich da aber vorerst einmal sehr gut aus der Affäre ziehen. Schendl. Igolic. Wieder Schendl. Auf Zakaria. Der junge Mann mit der 16 und dann erstmals De Gera. Stückler. Auf Schneck, Sturm erstmals im gegnerischen Strafraum, erster Abschluss, etwas mehr als eine Minute gespielt, 79 Sekunden genau. Und die Grazer zeigen, dass sie heute auch offensiv natürlich Akzente setzen möchten in dieser zweiten Partie. Gegen einen Mittelständler, wie man das beschreiben könnte, was die Serben in der Liga so zeigen. Momentan Rang 7 von 16, das Ganze nach 19 Spielen, also noch etwas mehr als der Hälfte der Meisterschaft. Allerdings durchaus auch mit der Option, dann noch einen Sprung nach vorne zu machen im Verlauf des Frühjahrs. Mit der 5 Milos Milovic, der Innenverteidiger bei den Serben, Mann aus Montenegro. Jörg Siebenhandel jetzt bei diesem zweiten Test heute also im Tor, davor eben Arthur Okonkwo, der Neuzugang von Arsenals U21 und jetzt der
Doch um 12 Jahre erfahrenere Schlussmann aus Wien. Nächste Standardsituation für die Serben, die ja seit 2 Jahren in der höchsten Spielklasse von Serbien im Einsatz sind. Die Liga an sich ja ohnehin noch eine sehr junge, erst gegründet nach der Auflösung von Serbien und Montenegro. Dementsprechend auch eine sehr, sehr spannende Liga. Vostovac jetzt mit dem Freistoß von der rechten Seite und erstmals klingelt es am Aluminium. Glück für die Grazer, die dann nur zweiter Sieger waren nach dieser Hereingabe von der rechten Seite. Und früh im Spiel heißt es erstmals durchatmen aus schwarz-weißer Sicht. Im ersten Akt am heutigen Nachmittag waren es die Grazer, die mit einem Stangenschuss erstmals für Gefahr gesorgt haben. Für alle, die nicht mit von der Partie waren, gegen Wisła Płock war es Kiteschwili in der 11. der einmal die Nerven des Gegners auf den Prüfstand gestellt hat. Und jetzt also in dieser Partie die Serben. Polen am frühen Nachmittag ja dann auch in Führung gegangen nach 20 Minuten. Und Albian Ajeti nach etwas mehr als einer Stunde und wunderbarer Vorarbeit von Jusuf Kasibegovic mit dem 1:1, das dann zugleich auch den Endstand bedeutet hat. Schneck. Gefault von Edin Ajdinovic aus dem zentralen Mittelfeld. Hier nochmal dieser Kopfball an die Stange. Gespielt wird jetzt im Emiran Sport Center von Side. Also kleiner Schauplatzwechsel auch im Vergleich zum vorangegangenen Spiel. Selber Untergrund jetzt übrigens wie gegen den FC Vaduz. Das Spiel vom Mittwoch, das ja auch der SK Sturm gewonnen hat mit 2:1. Wie so viele Testspiele auch im Verlauf dieser schon sehr, sehr langen Vorbereitung. Ajdinovic. Zurück auf Cecevic. Jetzt über Danicic in die Spitze, aber Affengruber aufmerksam. Komposch. Ljubic. Zakaria. Hat jetzt etwas Wiese vor sich. De Schera. Immer noch Brian De Schera. Flanke ausbaufähig. Ljubic. Wieder der Mann mit der 11. Auf den Mann von den Kapverden. Gute Hereingabe vom Lustener Neuzugang. Da heißt es erstmals auch aufzupassen. Für die großgewachsenen Innenverteidiger des FK Vostovac. Die Standardsituation ist wieder eine Sache für Jakob Janča. Wie so oft im Fußball braucht es auch für einen Corner einen Ball, der zur Verfügung steht. Der wird ihm dann in Kürze auch zufliegen, sodass dieses Spiel eben mit diesem Corner fortgesetzt werden kann. Anca. Aufgepasst von der Defensive der Serben, De Schera. Zusammenspiel mit Ljubic. Ingolic. Getroffen gegen Enes Schmura im ersten Testspiel des neuen Jahres. Da das erste Tor erzielt beim 3:1 Erfolg
im Rahmen des Kurztrainingslagers, das man ja abgehalten hat in Charez Obsavi. Das alles im Verlauf der letzten Woche gewesen. Seit Montag jetzt ja der schwarz-weiße Kader in Side in der Türkei an der türkischen Riviera untergebracht. Und da arbeitet man eben am Feinschliff für das, was dann hoffentlich das Frühjahr in möglichst erfolgreicher Weise auch bringt. Kompos, souverän zurück auf 7 Handel. Ljubic. Bei beiden läuft der Vertrag im Sommer aus. Mal sehen, was da die Zukunft auch bringt. Solange sie bei den Schwarz-Weißen unter Vertrag stehen, allerdings sehr, sehr wichtige Spieler auch für die Mannschaft von Trainer Christian Ibzer. Das ist auch etwas, was Andreas Schicker, der Geschäftsführer Sport, nie müde wird zu betonen. Affengruber. Zweite Saison für den Wieselburger im Sturmdress nach seinem Transfer im Sommer 2021. Sein Vertrag bei den Grazern mit einer Gültigkeit von noch 1,5 Jahren. Zakaria. Rechts zieht Ingolic auf, bekommt die Kugel auch. Ingolic, der das geschickt macht, dann allerdings der Freistoßpfiff zugunsten der Serben. Man davor auch meiner Ansicht nach in die Gegenrichtung entscheiden können. Aber wie auch immer, alles unter Anführungszeichen dennoch nur ein Testspiel, aber natürlich ein Testspiel mit einer enormen Wichtigkeit auch für den weiteren Verlauf. Nach diesem Doppeltest heute ja noch zwei Testspiele am anstehenden Donnerstag und das die nächste gute Möglichkeit nach der Hereingabe von De Schera. Weg der Begierde dieser Flanke war Jakob Jantscher, allerdings die Serben aufmerksam. Kurz abgespielt auf Zakaria, wieder Jantscher. Zakaria. Da hätte es mehr Entschlossenheit gebraucht nach dieser Hereingabe von Zakaria, die nämlich nicht schlecht angetragen war von der Offensivkraft der 26-Jährigen. 64 Pflichtspiele auch schon absolviert für die Grazer. Sendoku. Immer noch der Spieler mit der Nummer 7. Die Serben, die ja das letzte Jahr am selben Tag wie die Grazer beendet haben, nämlich am 13. November und somit pünktlich vor Start der Winter-WM in Katar. 2-0 damals gegen Spartak Subotica. Sturm mit auch zwei Treffern in dieser Partie, die da gefallen sind, allerdings ausgeglichener, deswegen das 1-1 gegen den LASK. Und jetzt der nächste Schuss ans Aluminium von den Serben mit der Nummer 7, Arihiro Sentoku, Sommerneuzugang, der Mann aus Japan. Einer der Legionäre im Team von Nikola Buaka. Ansonsten allerdings neben Serben nur Montenegriner, Bosnier, Kroaten und Nordmazedonier im Kader. Also der einzige Nicht-Europäer mit diesem Schuss ans Aluminium. Das nicht ungefährlich war, aber dann haben eben doch die entscheidenden Zentimeter gefehlt. Markovic wieder auf Sentoku. Und dann geht es bei den Serben über die rechte Angriffsseite.
Wieder sein Toku. Um ihn herum baut sich dieses Spiel auf bei den Serben in der Anfangsphase. Mit vielen Spielanteilen und stets auch auf der Suche nach dem Zuspiel für den geeigneten Mitspieler. Foul von Affengruber. Schiedsrichter sagt, das muss ich pfeifen, ich kann ja gar nicht anders in dieser Situation. Und hier sehen wir dann aber auch, warum. Bin gespannt, ob der Schiri jetzt auch so glücklich durchs Leben geht, wie sein Vorgänger. Das war tatsächlich wunderbar zu beobachten, wie auch schon beim Spiel gegen Vaduz, falls ihr da mit dabei wart. Einer, der seinen Job wirklich sehr, sehr liebt. Edin Ajdinovic mit dieser Hereingabe, aufgepasst von den Kratzern, Nachschuss ungefährlich. Von der Bank der Serben gibt es die ersten Glückwünsche zu einer gelungenen ersten knappen Viertelstunde und tatsächlich macht das der FK Vostovák sehr ansehnlich in dieser Anfangsphase. Zweimal bereits vorstellig geworden vor dem Tor von Jörg Siebenhandel. Einmal Stange, einmal Latte. Die ganz großen Möglichkeiten auf Seiten der Grazer, die kommen dann hoffentlich noch. Zeit ist ja noch genug. Gelöst, diese Drucksituation von Vostovák. Darf man dann auch gespannt sein, inwiefern die Serben rotieren werden in diesem heutigen Test. Bei den Grazern wird dies ja aller Voraussicht nach nicht der Fall sein, bis auf ein, zwei kleine Änderungen vielleicht, so wie auch im ersten Test. Aber das vorrangige Ziel dieser Testspiele ist es, vor allem bei den Doppeltests dann, dass die Kaderspiele allesamt 90 Minuten Matchpraxis auch sammeln können. Das war im ersten Test heute auch schon der Fall. Kana, Krigic und Fusini sind dann in der zweiten Hälfte, in der Schlussphase noch ins Spiel gekommen. Ansonsten allerdings allesamt alle über die 90 gegangen. Das Verständnis bei Sturm. Dann sehen wir eine erste Viertelstunde, in der die Serben bemüht sind, diesem Spiel den Stempel aufzudrücken. So wie mit dieser Aktion wieder auf den umtriebigen Sendoku. Allerdings dieser Ball dann zu weit geraten. In Sachen Meisterschaftsstartelf wird sich das dann aller Voraussicht nach eher in diese Richtung orientieren, die wir beim ersten Test schon gesehen haben, aber natürlich nicht ausschließlich, denn doch auch einige Stammspieler jetzt in diesem zweiten Spiel mit von der Partie, Affengruber zum Beispiel oder Janča oder Teixeira. Also diesbezüglich heißt es natürlich auch für Trainer Christian Ilzer, Kenntnisse mitzunehmen aus diesen Partien, um dann die richtige Elf aufs Feld zu schicken, wenn es tatsächlich um etwas geht. Und das tut sie dann spätestens am 3.2., wenn es losgeht mit dem Unica ÖFB Cup Viertelfinale, dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2023. Das wird ein erster Fußballleckerbissen im neuen Kalenderjahr werden. Affengruber, nicht ungefährlich, Ball im Tor. Allerdings abseits die richtige Entscheidung. Da ist Samuel Stückler was, wenn ich es richtig gesehen habe. Zu früh gestartet und deswegen zählt dieser Treffer wohl richtigerweise nicht. Aber die erste gefährliche Torannäherung nach rund 17 Minuten jetzt auch von den Steirern. Da ist jetzt Stückler dann
Allerdings zuvor schon die Fahne des Assistenten oben. Und der war, der kommt ja erst in ein paar Wochen dann wieder zum Einsatz, der Video Assistant Referee. Jocic mit der Seitenverlagerung auf rechts. Und dann wieder Sentoku. Der 24-jährige Japaner, einer der besten in dieser Anfangsphase, wie gesagt. Das 2017 von Japan nach Europa gewechselt, zuvor bei KOM Podgorica und FK Podgorica gespielt und im Sommer des letzten Jahres dann zu Vostovak gewechselt. Vostovak, also ein Verein des Stadtbezirks der serbischen Hauptstadt Belgrad, überhaupt eine der größten Metropolregionen Belgrad in Südosteuropa, aber der Verein an sich nicht zu vergleichen mit den ganz großen Namen, die man aus Belgrad kennt, mit Roter Stern, mit Partizan oder mit OFK. Aber dennoch ein sehr, sehr interessanter Club mit einem echt großartigen Stadion. Also an alle Groundhopper, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. 5200 Zuseher fasst es, und das Besondere daran: es ist am Dach eines Einkaufszentrums positioniert. Wird auch Drachennest genannt, in Anlehnung an das Fabelwesen, das man auch im Club-Logo sehen kann. Aber das Interesse der heimischen Fans an Heimspielen nicht so, wie es die Konstruktion des Stadions vermuten würde. Und 1000 Leute jeweils zu Gast bei den Spielen von FK Vostovak. Da hat das Shoppingcenter darunter einige mehr aus FK-Sicht. Ein Leider, dass wir da anhängen können, aber eine sehr spannende Location auf jeden Fall. De Schera auf Zakaria, gibt den Einwurf für die Steirer, die natürlich wesentlich mehr Fans haben, auf die sie bauen können. Bei ihren Heimspielen, der Schnitt ja in der Herbstsaison fast 12.000. Dementsprechend auch ein guter Zeitpunkt, das Frühjahresabo zu sichern, falls ihr euch noch nicht für einen Stammplatz in der Merkur Arena entschieden habt. Bald 7.000 Abos in Summe vergriffen. Komposch, Zakaria, Stückler auf De Schera, gibt den nächsten Corner. Sturm wird offensiver. Sturm bekommt den nächsten ruhenden Ball, mit dem man gefährlich werden kann. Dementsprechend natürlich die großgewachsenen Spieler bei den Grazern mittendrin, statt nur dabei im gegnerischen Strafraum. Schneck, Komposch, Affengruber etc. etc. Jancho tritt den Corner, diesmal von der linken Seite. Allerdings aufs erste Mal keine Gefahr für die Serben. De Schera. Zakaria. Stilzer fordert den Abschluss. Vielleicht gibt es ja jetzt einen nach diesem neuerlichen Corner, diesmal von der rechten Seite. Wieder durch Jakob Jancha, der auch sein Geld verdient hat zwischenzeitlich mit Fußball in der Türkei, genauer gesagt bei Rize, wo er unter Vertrag gestanden ist, der 23-fache Teamspieler, bevor es ihn dann zurück nach Zentraleuropa verschlagen hat. Jancha
Bislang sind es die Serben, die Chefs im eigenen Strafraum bei diesen hohen Hereingaben. Ingolic. Schöne Verlagerung auf Zakaria. Gibt den Einwurf für die Grazer. Schneck mit dem Auge für Janča. Die Grazer können sich immer mehr festsetzen, jetzt auch in der gegnerischen Hälfte im Verlauf der letzten Minuten. Das ist mit Sicherheit auch etwas, das das Trainerteam gerne sieht. Das eigene Spiel dem Gegner aufzwingen, viel eher das, was Christian Ilzer gerne hat, als sich anzupassen und zu warten, was der Gegner zu präsentieren hat. Nikolic mit dem Rückwärtsgang im Duell mit Sendoku. Und Ljubic, 15 Einsätze in der Liga im Herbst zu Buche stehen, 13 Mal davon eingewechselt. Seine Zukunft spätestens ab dem Sommer. Noch nicht in trockenen Tüchern, seit 2018 beim SK Sturm unter Vertrag. Und jetzt wieder am Ball. Auf Stückler. Zakaria, der hat jetzt Platz. Erster Warnschuss von den Grazern, abgesehen vom Abseitstor. Abgegeben von ihm hier, vom Manfred Zakaria. Mann mit viel Erfahrung, die er schon sammeln hat können in der österreichischen Bundesliga. Jahrelang ja bei den Veilchen am Verteilerkreis aktiv gewesen. Bei Sturm darf man auch gespannt sein, wie es aussieht mit den Lösungen im letzten Drittel. Das ist ja das gewesen, was Christian Ilzer zuletzt noch etwas in die Kritik genommen hat, wenn man das so sagen kann. Aber man nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Das war auch etwas, wo man sich gegen Wisła Płock noch schwer getan hat in gewissen Teilen der Partie. Aber was dann sicher bis hin zum Pflichtspielauftakt gut hinbekommen wird. Ihr seht es am Outfit des Cheftrainers, nicht mehr ganz so angenehm die Temperaturen wie noch am frühen Nachmittag. Aber bestes Wetter, um Fußball zu spielen. Zakaria auf die Scherer. Mit dem Auge für Stückler, Schuss geblockt. Wieder Teixeira. Der Mann von den Kapverden. Und deswegen auch die Aussprache seines Namens auf portugiesische Art und Weise, weil eine Art Portugiesisch auf den Kapverden auch gesprochen wird und deswegen eben Teixeira. Vertrag bis 2026. Bester Scorer bislang in der Admiral-Bundesliga im Verlauf des Herbsts gewesen, gemeinsam mit Markus Bink. Während Bink 12 Volltreffer hat, hat Teixeira 6 Tore erzielt und ebenso viele auch aufgelegt. Also eine ganz, ganz spannende Aktie, auch für die Zukunft, dieser 22-jährige junge Mann, den Andreas Schicker da verpflichtet hat. Siebenhandel wird nach seiner aktiven Karriere zur Vereinslegende. Das eindeutig
mit 223 Einsätzen, die er für Sturm zu Buche stehen hat. Ein weiteres Jubiläum wird es dann unter Umständen auch noch geben im Verlauf des Frühjahrs, nämlich sein 300. Spiel in der höchsten österreichischen Spielklasse. Schendl, lobenswerter Einsatz, und dann Brian de Scherer, der das richtig gut macht, allerdings zurückgepfiffen wird vom Schiedsrichter Assistent, der da eine Abseitsstellung erkennen hat können und das auch mit erhobenem Zeigefinger ausdrückt. Ganz zum Missfallen von Christian Ilzer. Katic im Tor von Vostovac, bislang noch mit einem einigermaßen entspannten Arbeitstag. Der Abseitstreffer von Stücker, der eben nicht gezählt hat. Und ansonsten haben wir bislang einen Abschluss gesehen von Zakaria, der dann doch klar übers Tor ging. Jetzt wieder Zakaria. Rechts zieht Ingolic auf. Er kommt den Ball auf. Und dann muss es Freistoß geben für die Steirer. Nach diesem Einsteigen des serbischen 24ers im Duell mit dem österreichischen, nämlich von Branislav Marković, der Ingolic auf nicht ganz Elmayer-Art von den Beinen holt. Jakob Janča legt sich da den Ball zurecht. Zwei Spieler und drei Siebener zu sehen jetzt in der Mauer, nämlich Sentoku mit der 7 und auch Neskovic mit der 77. Scherer oder JJ, es macht Jakob Janča und er macht das richtig attraktiv. Ball an die Latte, beste Möglichkeit für den SK Sturm in dieser ersten halben Stunde. Jakob Janča klopft am Gehäuse von Katic an mit diesem sehr, sehr gut angetragenen direkten Freistoß. Ljubic. Ingolic. Wieder Ljubic. Heute also im defensiven Mittelfeld in dieser Vierer-Mittelfeldachse zum Einsatz kommt und beinahe wäre auch ein Torjubel von Janča zum Einsatz gekommen nach diesem Freistoß des Sturmroutiniers. Beim FK Vostovac, ihr seht es am rechten Bildrand, sieht es dann doch nach Rotation aus, die es da geben wird. Dann aller Voraussicht nach zur Pause. Die Serben ja zwei Testspiele in den Beinen. Da stehen allerdings auch noch einige an, bevor es dann am selben Wochenende wie für Sturm mit dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr losgeht. Zuletzt am Mittwoch ein Testspiel absolviert und das ist auch unentschieden ausgegangen und auch gegen Wisła Płock, sowie bei den Grazern, die jetzt die nächste Möglichkeit haben und wieder die Latte mit einbeziehen. Samuel Stückler, 32. Hier nochmals, Ball abgefälscht und dann streift er die Latte und es gibt den nächsten Eckball, weil der Ball noch abgefälscht war. Also etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt, zwar noch null Treffer, dafür in Summe schon viermal Gestänge, das wir hier gesehen haben. Und vor allem, dass der Ball aus nächster Nähe kennengelernt hat. Janča auf Zakaria. Da sind die 1,80 zu wenig, um ranzukommen an diese Flanke. Einwurf für den FK Vostovac.
Wasser? Sieht nach kompletter Rotation aus bei den Serben in der zweiten Hälfte, nachdem da 11 Akteure beim Aufwärmen sind. Bei den Grazern wird es das mit Sicherheit nicht geben. Heute kann natürlich sein, dass Christian Ilzer den einen oder anderen dann nicht die vollen 90 Minuten zugesteht, um auch zu keiner Überbelastung zu führen. Die Ersatzspieler heute neben Goalie Luka Maric auch nun noch Leon Krügic, der heute schon ein paar Minuten gesammelt hat, ebenso wie Mohamed Fusini und Jonas Kahner und zusätzlich auch noch Niklas Geierhofer. Das sind die Optionen, falls es irgendwo zwicken sollte bei einem der 11, die jetzt am Platz stehen. Markovic. Der Druck besetzt von Schendl und deswegen geht es einmal zurück bis zu Keeper Katic. Sturm läuft in dieser Partie nicht so hoch an, stört den Gegner nicht so früh, wie man es vielleicht vom einen oder anderen Spiel bereits gewöhnt ist, aber dennoch versucht man da natürlich die Serben möglichst nicht in die gegnerische Hälfte kommen zu lassen. Und das gelingt einem am besten, wenn man selbst den Ball hat, so wie jetzt, Komposch. Das Foul an Sandro Schendl, einer von drei Fixspielern von Sturm 2, gemeinsam eben mit Paul Komposch und Samuel Stückler, die zwar allesamt auch schon ein paar Minuten sammeln haben können bei den Profis in der ersten Mannschaft, allerdings in dieser Saison bislang vorwiegend bei Sturm 2 zum Einsatz gekommen sind. Das Team von Trainer Thomas Hösele liegt ja auf dem 11. Tabellenplatz in der Admiral 2. Liga und ist damit, und das darf man eigentlich auch nicht vergessen, das beste Zweierteam noch vor Liefering, vor Rapid 2 und vor auch den Young Violets. Die zweite Mannschaft in der 2. Liga vor allem auch ein sehr wichtiger Bestandteil, was die Durchgängigkeit betrifft bei den Grazern, die ja seit einiger Zeit groß geschrieben wird. Selber Spielstil von der Akademie bis hin zu den Profis. Und da trifft sich's natürlich wunderbar, dass du auf professioneller Ebene, und zwar seit dieser Saison in der 2. Liga, eine Plattform für junge Spieler mit viel Potenzial hast. Ljubic, Zakaria mit der Gurke auf De Gera. Ist auf einen Euro in die Mannschaftskasse, bringt diese allerdings leider nichts ein. Ljubic. Stückler. Bahnt sich heute eine weitere Talentprobe ab an des jungen Kärntners Samuel Stückler. In 3 Wochen wird er 22. Auch schon 3 Europa League-Minuten übrigens in den Beinen. Heimspiel gegen die AS Monaco in der vergangenen Saison des Europacups. Komposch. Gutes Stellungsspiel, aufmerksam, zurück auf 7 Handel. Ball geht allerdings zu den Serben, die in ihrer Vereinsgeschichte noch keinen Pokal in die Belgrader Luft haben stemmen können. Da war es schon ein Erfolg, aufzusteigen in die höchste Spielklasse, in der man sich seit 2 Jahren befindet. 2005, also auch noch nicht allzu lange her, 18 Jahre. Da hat man es erstmals in die Erstklassigkeit geschafft und dann auch gleich den größten Erfolg des Vereins eingefahren, nämlich den 3. Platz. Markovic.
Ball in die Spitze, kein Handspiel. Hätte da ein regelwidriges Eingreifen mit der Hand erkennen können. Die Chance brachte allerdings ohnehin nicht sein. Also alles halb so wild. Jetzt das Foul an De Schera. Freistoß für den SK Sturm. Zakaria, umtriebiger Zehner heute. Auch wenn er die Elf am Rücken hat. Und jetzt Schneck auf De Schera. Und irgendwie landet diese Kugel dann am Netz, allerdings leider nicht im Netz. Dennoch eine gute Möglichkeit, 7 Minuten vor dem Ende dieses ersten Spielabschnitts für die Grazer, zumindest belohnt mit dem nächsten Corner. Dann wäre es beinahe ein Eigenprodukt geworden des Innenverteidigers von Vostovac. Jantscha. Dann Schendl aus der zweiten Reihe, Schuss geblockt. Bei diesen zweiten Chancen, die den Grazern zugestanden werden nach Standards, stets ein Spieler der Serben im Weg. Schendl auf Ingolic. Jetzt Stückler, 4 gegen 3. Jantscha. Und es gibt den nächsten Eckball für die Grazer. Jetzt abgespielt. Zakaria und dann ist es das 1:0 für den SK Sturm. 40. Minute. Der JJ hat zugeschlagen. Jakob Jantscha. Die Serben einen Moment nicht geordnet in der Defensive und dementsprechend versammelt sich 11-mal bzw. 10-mal blau zur Jubeltraube. Jakob Jantscha. Kurz abgespielt, damit hat man offenbar auch den Gegner überrascht und dann hat das Ganze schon nach einer einstudierten Variante ausgesehen. Der Grazer, das ist das kurze Abspiel. Von Jantscha, der sich da davon stiehlt von den gegnerischen Verteidigern. Ball wird prallen gelassen von Schneck und Jantscha dann eiskalt zum 1:0 für die Grazer. Also es macht sich durchwegs bezahlt, wenn man die eine oder andere Minute im Training auch damit verbringt, Standardsituationen einzustudieren. Da kannst du den Gegner aus der Reserve locken, vor allem wenn er im ersten Stock Chef ist. Und so ist es eben jetzt auch gewesen. Und deswegen führen die Grazer 5 Minuten vor der Pause mit 1:0. Führung aufgrund des Spielverlaufs geht absolut in Ordnung. Serben mit dem besseren Start, mit den besseren Möglichkeiten zu Beginn. Zweimal Latte, beziehungsweise einmal Stange, einmal Latte. Danach allerdings vor allem Sturm gefährlich. Und jetzt beinahe ein weiteres Mal über die linke Seite diesmal. Markovic. Bei den Serben geht es vor allem über die linke Angriffsseite in dieser Partie. Markovic, der Linksverteidiger, der sich da immer wieder einschaltet. Und vor allem natürlich auch Ahiro Sentuko. Milovic. Wieder auf den Linksverteidiger. Macht das Ingolic mit all seiner Routine. Der 25-jährige Bongauer. Jetzt
einem Kreuzbandriss auch leidgeprüft gewesen in der vergangenen Zeit. Umso schöner in fit und im Vollbesitz seiner Kräfte auf dem Feld zu sehen. Vorteil abgewartet vom Schiedsrichter. Das einzig Richtige, was er auch tun kann in dieser Aktion, um dann eben doch die Aktion zu unterbinden, nachdem die Serben im Ballbesitz gekommen sind. Ingolic, Ljubic, Stückler. Der Pressball geht an die Serben, aber Sturm wieder geordnet in der Defensive. 6 gegen 4 Situation. Sollte bewältigbar sein für die Grazer, wenn niemand alleine gelassen wird. Anschau. Und dann ein Abschluss, der eher dem gedient hat, um sich defensiv wieder zu ordnen. Von den Serben. Das war nicht ansatzweise gefährlich. Allerdings, man ist eben nicht Gefahr gelaufen, einen Konter hinnehmen zu müssen, wo es dann natürlich auch wieder gefährlich werden hätte können. Markovic. Milovic. Einmal zurück in die Garage zu Katic. Und dann der geordnete Spielaufbau bei den Serben, denen in der Meisterschaft nur 4 Punkte auf den 4. Platz fehlen. Vorne ist es, wenn man so will, ein Duell zweier anderer Clubs aus Belgrad. Wobei ein Duell ist gut gesagt. Roter Stern legt 10 Punkte vor Partizan. Schneck. Gedanken gegenwärtig. Rettet er hier, bevor es gefährlich wird. Zakaria. Stellt kurz seine Käfigfähigkeiten unter Beweis und dann gibt es als Belohnung den Outenwurf für die Grazer. Und das war auch die letzte Aktion dieser ersten Hälfte. Der SK Sturm geht dank des Spielverlaufs auch verdienterweise mit 1:0 in die Pause. Jakob Jantscher hat nach einer einstudierten Eckballvariante die Schwarz-Weißen in Führung gebracht. Davor hat der FK Vostovak zweimal am Gehäuse von Jörg Siebenhandel angeklopft. Gleich zu Beginn in Minute 4 mit einem Schuss an die Stange und 8 Minuten später wurde die Latte des Sturmgehäuses getestet. Aber auch die Grazer mit guten Möglichkeiten. Einmal Latte nach Schuss von Jantscher, einmal Latte nach Schuss von Stückler. Ein Abseitstreffer des jungen Sturmspielers mit der Nummer 21 war da auch noch dabei. Dementsprechend geht dieses 1:0 zur Pause auch schon in Ordnung. Auf dass es in der zweiten Hälfte ergebnismäßig so weitergeht, das war ein kurzweiliger erster Spielabschnitt. Und so wird auch die Pause verlaufen und dann sind wir rechtzeitig wieder zurück im Emiran Sport Center von Siede. Bis gleich.
und das ist recht interessant. Das heißt, dass einmal von mir hat die anders drohen, die nimmst du wieder selbst. Weil der Fall der Sektor ist jetzt nur mit einer Drohne geflogen. Das heißt, da muss ich immer schauen, ob ich das suche. Das heißt, hier müssen wir gleich viel länger brauchen. Deshalb muss man viel drunter, dann gleich mal atmen, dann geht das wieder rauf. Da müssen alles einzeln anfügen. Ja, das einzelne Fügen und einzelne immer sind so sich. Ja, du musst halt dann jeden Abschluss suchen. Ja, das heißt, die Pulle sind. Genau. Aber es sind immer eins am anderen. Also ja. Einmal immer eins am anderen. Ja, passt, ja. Ich glaube, ja. Da habe ich auf 1, aber die Test. Ja. 1. Auf 1 trotzdem ohne. Zuerst A's gefällt sein. Ich will mal mit dem ersten Spieler ja, schon mal ja viel oben sein. Sollte mal schon halbwegs passen, weil nicht was passiert ist. Und ja, dann unter zweiter Halbzeit müssen immer gut gesunken, gesunken, sucht dann vorne, oder sucht dann Abstoß, irgendwas, was man gut sucht. Aber ich kann das schon alles einzeln suchen, sondern das geht schon, wenn man 7 sucht und 5 geht es schon. Luca! Ja, aber du musst schon. Das ist ja einzeln, ja, aber es ist egal. Ja. Hey, dazwischen, wo dann nichts ist, ist aber schwarz. Danke, ja. Das, was es oft in den Gaststätten unseres Landes heißt, das gilt auch für hier jetzt. Ein Viertel noch bitte, sprich das zweite Testspiel am heutigen Tag biegt ein in die zweite Hälfte und damit hallo und herzlich willkommen zurück im Emiran Sports Center von Side zur zweiten Hälfte zwischen dem SK Sturm und dem FK Vostovak aus Serbien. Der erste Test, der endete 1:1 gegen Wisła Płock am frühen Vormittag und diese Partie hier meint es, stand jetzt gut mit den Steirern. 1:0 die Pausenführung nach Treffer von Jakob Jantscher in der 40. Minute. Es ist einmal mehr ein sehr ambitionierter Auftritt der Steirer, die sich da gut präsentieren gegen den serbischen Vertreter, der
im direkten Vergleich wohl etwas schwächer einzustufen ist als die Polen, die wir heute hier auch schon gesehen haben auf skasturm.tv. Aber nichtsdestotrotz auch ein Test, wo man wieder viel mitnehmen wird können, im Hinblick dann auch auf die ersten Ernstfälle im Jahr 2023. Und damit geht's auch schon los mit der zweiten Hälfte. Sturm jetzt von rechts nach links und hoffentlich mit derselben Intensität wie in der ersten Hälfte. Der Kader bzw. die Elf, die ist einmal die gleiche. Das ist auch der Plan gewesen, also das wenig überraschend. Doch auch die Serben vorerst noch ohne Wechsel. Da bahnt sich dafür dann in Bälde ein Elffachtausch an. Wenn ich das richtig interpretiert habe, was ich abseits des Spielgeschehens habe vernehmen können. Aber beobachten wir das Ganze einmal. Vorerst noch Katic, also im Tor. Und das 4-3-3-System beim Tabellensiebenten der serbischen Superliga. Ganz klar die jetzige Spielanlage, auch das, was Christian Ilzer seiner Mannschaft mitgegeben hat. Ihr habt es vielleicht auch hören können, hat gesagt, spielen lassen. Sprich, den Gegner dazu zu zwingen, das Spiel aufzuziehen und dann auch im entsprechenden Moment zuzupacken. Schneck gibt den Einwurf für die Grazer. Der Treffer war ja chancenlos. Der Schlussmann der Serben. Ansonsten gab es eigentlich gar nicht so viel zu halten für Katic. Zweimal war das Aluminium den Grazern im Weg. Ansonsten aber ein sehr souveräner Auftritt des Keepers der Serben. Selbiges gilt auch für Jörg Siebenhandel. Wurde aber auch noch nicht so wirklich geprüft in dieser Partie. Da hatte Okonkwo in der zweiten Hälfte gegen Wisła Płock schon mehr zu tun. Drei Top-Paraden, mit denen er heute Einstand über 90 Minuten gefeiert hat im Sturmtrikot. Einer von ja zwei Neuzugängen neben Arthur Okonkwo, eben auch Ryan De Gera. Den sehen wir allerdings jetzt noch in dieser Partie gegen Vostovac. Ingolic. Gibt es den Einwurf für das Team von Nikola Vuaka. Seit rund drei Wochen 41, gebürtiger Belgrader, im Sommer letzten Jahres das Amt aufgenommen, davor auch bei einigen anderen serbischen Clubs schon im Einsatz gewesen, unter anderem bei Baka Topola, beziehungsweise Baka Topola, was ja auch noch ein Gegner der Grazer in dieser Vorbereitung am letzten Testspieltag, nämlich am Donnerstag. Das schon gerne vormerken, da geht es ja einerseits eben gegen den zweiten Club aus Serbien im Rahmen dieses Trainingslagers und dann auch noch gegen Dinamo Batumi. Wird sicherlich auch nochmals interessant werden. Da gibt es auch mal 90 Minuten für so gut wie jeden aus dem Sturmkader. Dann muss langsam aber sicher Christian Ilzer seine Startelf für das Pflichtspieljahr gefunden haben. Muezzin ruft zum Gebet, die Sonne ist untergegangen, aber hier im Emiran Sport Center gibt es Gott sei Dank bestes Flutlicht. Und die nächste Sturmmöglichkeit über Schneck, im
immer noch David Schneck. Und dann zu sehr in den Rücken. Der Sturmangriff hineingespielt vom gebürtigen Tiroler. Und all das vor den Augen zweier prominenter Ausfälle, die der SK Sturm momentan zu beklagen hat. Stefan Hirländer und William Böwing lassen sich diese Partie nicht entgehen. Der Kapitän ja mit einem Muskelfaserriss in der Wade noch außer Gefecht. Und auch William Böwing mit seinem Syndesmosebandriss noch längere Zeit nicht einsatzbereit, aber sie sind eben dabei hier bei diesem Testspiel, sind ja auch dementsprechend logischerweise mitgeflogen in die Türkei, arbeiten individuell an ihrem Comeback und da kann man dann natürlich nur hoffen, dass auch sie möglichst bald wieder dem SK Sturm zur Verfügung stehen. Als Beobachter auf der Tribüne in dieser Partie, Niklas Geierhofer, wird dann also wohl doch nicht zum Einsatz kommen. Steht zwar offiziell als Ersatzspieler am Spielbericht, das ist allerdings wohl nur eine Sache fürs Papier. Auf seinen Linksverteidiger. Und dann heißt es wieder nach hinten zu arbeiten für die Grazer. Ljubic. Bislang noch keine Systemumstellung bei den Grazern zu erkennen gewesen. Hat es ja im ersten Spiel gegeben, als dann auf ein 3-5-2-System umgestellt wurde bei den Steirern. Ein System, mit dem man dem Gegner dann deutlich mehr wehgetan hat, als noch mit dem herkömmlichen 4-4-2 mit Raute. Und dann die nächste große Möglichkeit für die Steirer, Jakob Jantscher, den deut zu spät, bekommt aber den nächsten Corner. Es wird wohl wieder die Standard-Variante, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht so wie diese Aktion, die zum 1:0 geführt hat. De Schera. Schuss aus der zweiten Reihe. Keine Gefahr für Kaptic. Sein Gegenüber, jetzt übrigens in der zweiten Hälfte, das habe ich euch zuvor vorenthalten. Luka Maric, der junge Sturm-Eigenbauspieler, der in dieser zweiten Hälfte das Tor hütet. Nichts zu tun gehabt seit seiner Einwechslung. Affengruber, Ljubic, Ingolic, auf die Schera. Er kann Fußball spielen, noch dazu sehr gut. Hat sich bestens eingefunden schon in dieser kurzen Zeit in Graz. Bekommt natürlich auch die Zeit, die er benötigt nach seinem Transfer von Bundesliga-Aufsteiger Lustenau hin an die Mur. Und jetzt fließt der nächste Angriff von Vostovac. Sturm jetzt etwas offen. Und es geht wieder über den agilen Japaner auf der linken Seite, Sentoku. Dann stehen sich die Serben selbst im Weg bei diesem Angriff. Ball allerdings noch in der gefährlichen Zone. Komposch. Zakaria.
immer noch Zakaria. Der heute ein gutes Spiel macht. Auf Ljubic und auf Komposch. Elegant. Auf Janča. Gute Möglichkeit. 55. Minute. Lesker Sturm setzt in Sachen Spielanteilen dort fort, wo er vor dem Seitenwechsel aufgehört hat. Jakob Janča mit dem Schuss ans Außennetz. Seit einer Woche 34, allerdings kein bisschen müde. Der Mann mit der 13 am Rücken, um nicht zu sagen mit der legendären 13 am Rücken. Zakaria. Komposch. Janča. Hier gibt es den nächsten Corner für die Grazer, die also Anfang Februar hineinstarten in ein hoffentlich ebenso attraktives 23, wie es auch 2022 war. Mehr als 1.500 Sturmfans mit von der Partie, so heißt es richtig, beim Auswärtskracher in Walsitzenheim, da alle Tickets vorerst ja vergriffen, die dem SK Sturm zur Verfügung stehen. Freitags darauf dann, am 10.02. Das habt ihr euch mit Sicherheit schon fest im Kalender eingetragen. Bundesliga-Auftakt gegen den SK Rapid. Flutlichtspiel, Spitzenspiel, Klassiker, was will man mehr? Das am besten mit dem Stammplatz, nämlich dem Frühjahresabo für die Rückrunde 2023, bald 7.000 Stammplätze ja schon vergriffen. Paul Komposch geht's weiter. Und jetzt gibt's viele neue Kräfte bei den Serben. Mit der neuen zum Beispiel Danilo Teodorovic, 20-jähriger Bosnier, 17 Stefan Zivkovic oder etwa auch der Tormann. Eine frische Kraft, Milos Krunic mit der 31. Also doch noch nicht alle 11. Jetzt hineinkommen ins Spiel, aber dennoch einiges zu zählen, auch für den Linienrichter, ob es dann wohl nach wie vor 11 sind, die am Feld stehen und für den FK Vostovák auflaufen. Aber sind ja nicht die Bayern, also werden es dann am Ende auch mit Sicherheit nur 11 Akteure sein. Wobei gut. Das ist auch schon wieder etwas her, das Ganze. Schneck. Mit Offensivdrang. Von Venezia bzw. Crotone gekommen im Sommer. Und auch einen Ligatreffer erzielt. Und wie heißt es in solchen Fällen im Fußball so schön? Ausgerechnet. Nämlich gegen seinen Ex-Club, gegen die WSG aus Tirol. Das noch dazu als Tiroler. Stunde gespielt, Sturm nach wie vor mit einem Treffer im Plus bei diesem zweiten Testspiel am heutigen Tag. Falls ihr erst jetzt hinzugekommen seid, viele bekannte Sturmnamen haben wir schon im ersten Spiel heute gesehen gegen Wisła Płock, bzw. Płock, um genau zu sein. Und jetzt heute in diesem zweiten Teil dieses Testspiels also noch einmal
schwarz-weiße Power im Einsatz. Zum Beispiel hier in der Person von David Schneck. Sieht dann das Foul, gibt den Freistoß für die Serben. Sturm aber mit einem guten Auftritt auch in diesem Spiel. Eine Elf am Feld, die natürlich nicht so sehr eingespielt ist wie die erste, die wir heute gesehen haben. Dementsprechend gilt es das natürlich auch nicht 1:1 zu vergleichen. Zu vergleichen ist zumindest in gewisser Hinsicht das Ergebnis und das sieht in dieser Partie besser aus als noch in der ersten. Zumindest Stand 17.45 Uhr österreichischer Zeit. In der Türkei in Siede ist es jetzt ja bereits 19.45 Uhr. Es ist 2 Stunden früher dran in der Türkei. Darf man natürlich auch nicht vergessen, mit einzuberechnen. Maric. Ingolic. Mit dem Auge für De Schera. Der vor seinem Transfer zu Lustenau bei Clermont in Frankreich gespielt hat und in Österreich so richtig erwachsen geworden ist, wie er auch selbst gemeint hat und sich da auch dann für höhere Aufgaben empfohlen hat. Die jetzige heißt eben SK Sturm. Samuel Stückler ist fertig nach etwas mehr als einer Stunde. Und das nach einem einmal mehr sehr guten Testspielauftritt des jungen Kärntners, den er da heute hingelegt hat. Ich bin mir sicher, dass auch Christian Ilzer zufrieden ist mit der Entwicklung des Manns mit der Nummer 21. Und für ihn jetzt neu im Spiel mit der 29 Mohamed Fuseini. Im ersten Spiel heute schon in die Partie gekommen, jetzt allerdings ein paar Minütchen früher als noch am Nachmittag. Mal sehen, wie sich das Ganze dann gestaltet durch die Hereinnahme von Fuseini. Scheint so, als wäre die Umstellung eine überschaubare, nämlich dass Schendl auf die linke Seite geht in der Mittelfeldachse und Fuseini auf rechts geht. Also eine Position für den jungen Mann aus Ghana, die er so vielleicht nicht gewohnt ist, noch aus der Bundesliga, da er meist als Stürmer eingesetzt. Aber Testspiele sind eben dafür da, um auch Dinge auszuprobieren, sonst hätten sie ja auch einen anderen Namen. Fuseini gegen Neskovic. Schneck. Ein Tackling mit Ansage des Serben und De Schera. Immer noch Brian De Schera. Ball noch im Spiel. Hätte sich da auch selbst mehr erhofft in dieser Aktion, der Mann mit der 17. Und jetzt Janča. Und in der Mitte beinahe das 2:0, Mo Fuseini. Da fehlen nur Zentimeter auf die 2 Tore Vorsprung. Und jetzt das taktische Foul von Ingolic. Und auch die gelbe Karte für den Rechtsverteidiger der Grazer. Wechsel bei den Serben. Teil 2 der serbischen Wechselfestspiele offenbar verschoben. Also nur ein
Frischer Mann mit Nikola Djuricic, der ins Spiel kommt, auch im Sommer neu gekommen, der 23-Jährige. Wird auf die linke Seite gehen im 4-3-3 der Serben. Ljubic. Zakaria. Einwurfsturm. Vom Bosch. 15 Mal in Liga 2 im Einsatz gewesen im Herbst. Wie gesagt, eine sehr, sehr gute Entwicklungsplattform für die jungen Schwarz-Weißen. Vom Bosch. Zusammenspiel mit Ivan Ljubic. Alle Serben in der eigenen Hälfte. Grazer können sich festsetzen. Und über diesen O-Ton aus der Coaching-Zone legen wir ein Pieps darüber. Und jetzt Janča beinahe. Rückpass, das gefordert, geht allerdings wohl auch als Rettungsstart durch. An der Kippe diese Entscheidung. In schwarz-weißer Sicht kann man natürlich sagen, Rückpass, allerdings ist auch diese Entscheidung so vertretbar. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Aktion nochmal zugespielt bekommen von der lokalen Regie, aber sei es drum. Milos Krunic, das ist der Keeper. Der Serben in dieser zweiten Hälfte. Die ganz großen Rettungsdaten hatte er noch nicht zu vollbringen. Selbiges gilt auch für Luka Maric. In der zweiten Hälfte also im Sturmtor statt Jörg Siebenhandel. Und vor ihm unter anderem David Affengruber. Nach wie vor in der Innenverteidigung. Der 21-Jährige. Hat schon 47 Bundesligaspiele in den Beinen, sprich 42 für die Grazer. Und dann diese wunderbare Vorarbeit für Jakob Janča. Wenn der Ball 2 km/h mehr am Tacho gehabt hätte, wäre es sich wahrscheinlich ausgegangen für den erfahrenen Sturmangreifer, dass er da an die Kugel kommt. So allerdings die Serben dazwischen. Schneck, Komposch. Zakaria. Ab durch die Mitte. Ljubic auf Schneck. Gute Hereingabe. Die Grazer bleiben giftig, bleiben lästig. Am besten das Ganze noch etwas mehr als 20 Minuten, denn dann ist auch dieses zweite Testspiel am heutigen Tag in den Büchern. Bislang ja ergebnistechnisch eine sehr gelungene Vorbereitung. Für die Grazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 Siege. Ein Unentschieden, eine Niederlage. Bislang zu Buche stehen. Die Niederlage gegen Empoli. Und jetzt nicht der Ausgleich. Nach diesem Schuss von der Nummer 11 von Niksa Vujanovic. 21-jähriger Doppelstaatsbürger. Verzieht er doch ganz ordentlich. Das Unentschieden übrigens dieses, das gegen Wisła Płock seine Eintragung gefunden hat. Schneck auf Schendl. Gibt den Foulpfiff mit etwas Verspätung. Aber wichtig ist, dass er zu hören war. Freistoß für die Grazer. Ingolic.
16-17, Youth League-Sieger mit den Salzburgern. Auch ein unvergessliches Erlebnis gewesen für den mittlerweile 25-Jährigen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja auch etwas Metallenes noch dazu in dieser Saison. So ein Titel, der hätte natürlich was. Aber es ist halt auch klar, dass da immer überall alles zusammenspielen muss. Nicht nur in der Meisterschaft, natürlich mit einem nach wie vor Favoriten aus Salzburg, das ist ganz klar. Aber auch eben im Cup muss vieles zusammenpassen, so wie es 2018 der Fall war. Aber sagt niemals nie, vor allem mit der Unterstützung, die sich jetzt schon angebahnt hat, auch für das Spiel Anfang Februar, ist alles möglich. Und eins hat Christian Ilzer auch ganz richtig gesagt. Wenn du den Cup holen willst, dann musst du die Salzburger sowieso irgendwann ausschalten. Ob das jetzt im Viertelfinale oder erst im Finale ist, ist eigentlich egal. Und das hat auch seine Richtigkeit so. Denn die Bullen, die haben diesen Titel eben bis auf 2018 schon über Jahre hinweg gepachtet. Aber jede Pacht hat auch ein Laufzeitende. Wann auch immer das dann sein mag. Komm, Posch. Der Einwurf für den FK Vostovak. Doppelwechsel bei den Grazern, 20 Minuten vor dem Ende. Leon Krügic mit der 38, unter anderem neu in der Partie. Junger Mann, der schon viele Talentproben abgeliefert hat, auch getroffen hat bereits, nämlich beim 3-1-Erfolg gegen Enes Mura. Komm, Posch. Sie haben kommen über ihre rechte Angriffsseite. Krügic erstmals auch in Action. Und auch Jonas Kahner wieder frisch in der Partie. So wie auch beim ersten Spiel heute, allerdings jetzt mit der Nummer 37 und nicht mit der 23. Sicher eine große Sache auch für die jungen nachrückenden Spieler. Erstens einmal mit auf Trainingslager zu sein mit der Kampfmannschaft und dann auch Seite an Seite mit ihnen zumindest einmal Testspiele zu absolvieren. Das ist natürlich auch ein erster Schritt, um es dann in Zukunft vielleicht auch einmal in der Bundesliga zu schaffen. Jonas Kahner, ja auch schon in der zweiten Liga zum Einsatz gekommen. Achtmal im Einsatz gestanden. Der 18-Jährige jetzt also mit der Nummer 38. Bravo Nika! Bravo Nika! Bravo Nika! Bravo Nika! Währenddessen der Arbeitstag von Jakob Jantscher zu Ende. Hat ein sehr umtriebiges Spiel gemacht, den Treffer beigesteuert, den bislang einzigen in dieser Partie, weswegen es eine gute Viertelstunde vor dem Ende nach wie vor 1-0 steht. Kunic. Komposch auf Ljubic. Fusini. Auf Schneck. Der Zakaria. Und dann kann sich Vostovak befreien. Eine etwas unorthodoxe Abwehraktion von Affengruber wird allerdings nicht bestraft. Kratzer müssen weiter aufpassen.
imali jedan na jedan. Neki za loš. Dobro, Mani, dobro. Služavaj, kolare. Služavaj, služavaj. Još ti 37 je tvoje. Luka Marić. Bravo, Zako. Also einige Spieler jetzt beim SK Sturm auf dem Platz, die das Fußballspielen in der hauseigenen Akademie gelernt haben. Einige Sturm-Urgesteine auch, trotz des noch niedrigen Alters. Jovic. Husseini, Schneck. Krigic. 16 Jahre jung. Zakaria war Monate älter mit seinen 26. Jovic. Kompos. Husseini, artistisch, allerdings ein Abschluss für die Galerie, vor allem weil auch abseits. In der ersten Hälfte hat sich ein Treffer mehr angebahnt als noch in dieser zweiten. Da hat es eben viermal Aluminium gegeben. In dieser zweiten noch nie. Krigic aufmerksam, aber da ging ihm dann das Spielfeld aus. Jan Krigic, ein Versprechen für die Zukunft, der junge Mann. Medo, phänomenal. Nema veze ovaj pas. Bravo, Meister. Medo, Medo. To je sjajno. Kagi, isto s tvoje strane. Ulaz, ulaz. Minja. Uđi unutra, skroz, preko dače. Hej, kola! Und die Serben wieder über die linke Seite und über Sivkovic. Seitenverlagerung. Novakovic. Die Frage ist, ob er noch was zu tun bekommt in den letzten etwas mehr als 10 Minuten. Der Keeper, das FK Vostovak, für den auch noch einige Testspiele am Programm stehen hier in der Türkei. Am Donnerstag nämlich auch gegen die Admira zum Beispiel aus der zweiten Liga und dann auch noch eines gegen Michalovce. Und dann war es das auch in Sachen Vorbereitung für die Serben, bevor es dann am 4.2. auswärts bei Radnitsky, dem 8. der serbischen Superliga, losgeht. Der Fußballclub aus Belgrad, ja im Cup ausgeschieden schon in der ersten Runde beim Mladost Novi Sad, weswegen man eben sich auch voll und ganz, so wie Wisła Płock, auf die Meisterschaft konzentrieren kann. Hoffentlich ein Fall, der bei Sturm erst nach dem Finale eintritt. Internationales Geschäft, ohnehin eines, mit dem sich die Serben nicht zu beschäftigen haben. Da ist man noch nie dabei gewesen bei einem internationalen Bewerb. Folglich auch wenig Sachen, die es da gibt, zu vergleichen mit österreichischen Teams. Jetzt gibt es allerdings den Strafstoß für die Grazer. Anspiel im Strafraum. Der Schiri zeigt es an. Die Serben wollen es nicht wahrhaben. Aber der Schiri deutet es auch an. Junge, den muss ich geben. Und zwar
an der 4. Nenad Nikic und Brian De Gera hat jetzt die Möglichkeit, dieses Spiel in klare Bahnen zu lenken. Die 81. wird es werden. Und De Gera hat die Möglichkeit, hier das 2:0 zu machen. De Gera gegen Kunic. Und Kunic hält allerdings nur beim ersten Mal. 2:0. Brian De Gera mit seinem zweiten Treffer im Sturm-Trikot. Und vielleicht wollte er einfach nur, dass am Spielbericht kein E für Elfmeter in Klammer dabei steht. Gut gelesen, den ersten Schuss der Goalie der Serben. Aber dann macht De Gera die zweite Chance und trifft also in der 81. zum 2:0 für die Grazer. Nicht unverdient, weil man defensiv sehr kompakt steht, wenig zulässt und offensiv dann doch mehr als nur Nadelstiche auch setzt. Der Nachschuss. Keine große Aufgabe. Christian Ilzer fordert, konzentriert fertig zu spielen. Diese letzten 9 Minuten mit diesem Treffer in der Hinterhand sollte das auch gelingen. Oder vielleicht geht ja auch nach vorne noch was. Schneck, gute Idee. Das ist die Standardsituation für den SK Sturm. Alle Serben jetzt im eigenen Strafraum und auch einige Schwarz-Weiße. Heute in Blau, die da mit dabei sind. Im Gefahrenherd Nummer 1 bei dieser Aktion. Ecke von De Gera. De Gera. Zakaria. Gegen Djuricic. Ball schon über der Seitenauslinie, gibt den Einwurf für die Grazer. Hier nochmals. Die zweite Chance war dann ein zu leichtes. Für Brian De Gera, da hat er schon wesentlich schwierigere Treffer auch gemacht. Und so wie die ganze Sache aussieht, hat Christian Ilzer auch jetzt in dieser zweiten Hälfte das System umgestellt auf ein 3-5-2, sodass auch diese Spieler noch mit der zweiten Formationsvariante in Berührung kommen. Schneck somit wesentlich offensiver auf der linken Seite. Dreierabwehr mit Komposch, Affengruber und Ingolic, so wie es aussieht. Und so wird es dann auch hineingehen in die Schlussphase dieser Partie. De Gera. Ljubic. Affengruber. Auf Ljubic. Grazer braucht eine Anspielstation, findet sie in der Person von Luka Maric. Das für die Grazer. Etwas mehr als 5 Minuten noch in dieser zweiten Hälfte. Dann ist dieser intensive Sturmsamstag Geschichte mit 2 Testspielen. Einer in dieser Form wird ja dann noch kommen am Donnerstag. Und da lade ich euch auch schon jetzt sehr herzlich ein, mit dabei zu sein bei den letzten beiden Testspielen, bevor es dann wieder um Zählbares geht, nämlich gegen Baka Topola und gegen Dinamo Batumin. Alle Infos skasturm.at und natürlich auf sämtlichen Social Media Kanälen. Da gibt es alles Wissenswerte und natürlich auch viele
Einblicke und Hintergrundberichte und alles, was es zu wissen gilt und noch viel, viel mehr. Ecke Sturm, 5 Minuten vor dem Ende. David Affengruber macht sich auch nochmals mit auf den Weg in die gegnerische Angriffszone. Und Jonas Kahner sichert am 16er ab, beziehungsweise wartet er viel eher auch auf den Abschluss. Ins Spiel gekommen ja für Sandro Schendl. So, und jetzt auch am Ball. Kahner mit der Abschlussmöglichkeit, versucht es mit Gefühl. Gute Idee des jungen Sturmspielers. Und dann Paul Komposch. Zündet kurz vor Schluss nochmals den Turbo. Starker Einsatz. Komposch, jetzt auch wieder am Ball. Ljubic mit dem Auge für Krikic. Krunic beim Nachschuss von De Schera chancenlos. Ansonsten ein guter Auftritt des Tormanns von Bostovac. Maric kommt gut raus, liest die Situation gedankenschnell. Gut gemacht vom Keeper der Grazer. Schneck. Kurz griechisch-römisch und dann serbisch, nämlich dieser Angriffsvortrag über die linke Seite. Und dieser Abschluss und Maric. Gute Parade. Das zeichnet auch einen guten Tormann aus, zur Stelle zu sein, wenn man gebraucht wird, auch wenn man ansonsten nicht viel zu tun hat, so wie in dieser heutigen zweiten Hälfte. Aber zuvor schon gut rausgekommen, Luka Maric und auch jetzt Hellwach bei diesem Schuss der Serben. Von der rechten Seite. Keine Aufgabe für den jungen Sturmtormann. Nikolic. Zwei Minuten noch. Viel Anlass, um da noch jede Menge drauf zu packen, gibt es definitiv nicht. Also wird das relativ pünktlich auch zu Ende sein hier, dieses Spiel. Aber vielleicht noch mit einem Treffer. Krikic, immer noch Krikic, den hätte er sich verdient gehabt. Leon Krikic, richtig guter Einsatz, verdienterweise auch das Lob von Ilzer von der Seitenauslinie. Er setzt sich da gleich durch gegen zwei Serben. Das dann auch physisch gut und dann grätscht ihm da mit der 4 Nenad Nikic das Tor noch weg. Und daraufhin zieht Djordjevic den Schuh aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wird da auch noch behandelt, das Ganze eine Minute vor dem Ende. Der Schiedsrichter zeigt an, 2 Minuten will er noch sehen zwischen Sturm und Vostovac. Dennoch für uns die Möglichkeit schon zurückzublicken auf das Gesehene hier. Sturm mit einem kompakten, mit einem guten Auftritt. Mit dem verdienten 1:0 durch Jakob Jantscher nach einer einstudierten Eckballvariante. Aber auch die Serben mit 2 guten Möglichkeiten.
an die Stange und an die Latte in der ersten Hälfte, aber auch für die Grazer hätte schon in der ersten Hälfte besser aussehen können. Ein Stückler-Tor wegen abseits aberkannt. Einmal ein Freistoß von Janča an die Latte und auch Stückler hat die Latte noch einmal getroffen und dann dieser nennenswerte Abschluss von Ivan Ljubic, mittendrin schon in der Nachspielzeit. Aber um die Geschichte des Spiels noch kurz zu Ende zu führen, zweite Hälfte, Vostovák ohne nennenswerte Tormöglichkeiten. Sturm zur Pause auch mit dem Wechsel auf der Torhüterposition. Aber sowohl Siebenhandel als auch Maric hatten in diesem zweiten Spielabschnitt nicht viel zu tun. Das, was sie zu tun hatten, das haben sie gut gemacht. So wie auch Herr Konko, der heute beim ersten Spiel über die volle Distanz im Einsatz gestanden ist. Den vermeintlichen Schlusspunkt in dieser Partie hat Brian De Gera gesetzt, nämlich vor 10 Minuten in der 81. als er nach zuvor vergebenem Elfmeter den Schuss danach verwertet hat. Geht ja eh noch, auch tief in der Nachspielzeit. Und vielleicht geht ja für Sturm noch was. Fuseini auf Krgic. Aber die Serben nochmals aufmerksam. Halbe Minute noch etwa. Ball schon über der Seitenauslinie. Aber dann kündigt sich für Sturm also ein weiterer Testspielerfolg an. Und zwar der 7. im 9. Testspiel. Die Vorbereitung ja schon tief drinnen im letzten Jahr noch begonnen, im November aufgrund der Winter-WM, eben bis auf das 1:2 gegen Empoli und das 1:1 heute im ersten Test gegen Wisła Płock alle Spiele gewonnen. So auch dieses hier, denn da geht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nichts mehr schief. Die Partie befindet sich in den letzten Zügen. Bunic noch mit ein paar Kontakten fürs Ballbesitzkonto. Und dann Schneck, Affengruber und der finale Pfiff des Unparteiischen. Applaus gibt's und den gibt's zu Recht. Der SK Sturm gewinnt gegen FK Vostovák mit 2:0. Also ein intensiver, ein unterhaltsamer und ein angenehm langer Sturmnachmittag, der da zu Ende geht mit zwei unterhaltsamen Testspielen, von denen die Grazer sicherlich jede Menge auch mitnehmen werden können. Die Sturmtorschützen am heutigen Tag, Alvian Ajeti im ersten Test in Minute 66 gegen Wisła Płock, wo er den Ausgleich erzielt hat, und im zweiten Test jetzt beim 2:0-Sieg gegen den Tabellen 7. aus der Superliga Serbiens, Cece Jakob Janča und Brian De Gera mit seinem zweiten Testspieltreffer im Sturmtrikot. Also Sturm kann erhobenen Hauptes, kann zufrieden diesen Tag für beendet erklären. Einige Trainingseinheiten, die ja da noch in der nächsten Zeit am Programm stehen und dann eben das Testspiel-Doppel am Donnerstag. Da lade ich euch auch noch einmal ein, dabei zu sein. Und mit den besten Szenen dieser Partie verabschiedet sich euer Kommentator Benjamin Vollmann. Hat Spaß gemacht, dabei zu sein bei diesem Testspiel-Doppel mit einigen attraktiven Szenen, wie wir hier auch sehen. Und eben auch zwei Treffern jetzt in diesem zweiten Test. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, schönen Sonntagmorgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.